Und auch diesmal, wie fast immer, haben wir beide Kämpfer zum Ring kommen lassen. Und diesmal darf Jason mal anfangen, auf den einen oder anderen einzugehen. Ja, wir sehen hier zum einen die erste Aktion von Eric Schwarz. Der will mich einfach gar nicht hier ausreden lassen. Der Bounty Hunter übrigens etwas bekannter geworden in Deutschland, nachdem er vor kurzem einen Auftritt in einer Talkshow hatte und dort mit seinem Kollegen Michael Kovac über das Wrestling plauderte. Das Ganze hat ihn Rotten dann doch nicht gemacht. Der ist ja auch eher in Amerika zu Hause. Da gibt es ja andere Talkshow-Leute, außer Andreas Türk. Zum Beispiel einen... Nein, wir gehen nicht weiter drauf ein. Ja. Auf jeden Fall, Ian Rotten, der Mann King... Übrigens, ja, King of the Deathmatches. Nicht der Mann of the Deathmatches, sondern der King. King, ja. Der König auf Deutsch. Was ich nochmal sagen wollte, für die, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, Ian Rotten ist derjenige der schwarzen Hose und der Bounty Hunter ist der blonde Schönling. Es kann sein, dass der eine oder andere vielleicht mehr auf die Musik und nicht auf Olaf Heiden, den ich an dieser Stelle erwähnen will, hören möchte. Ian Rotten mit einer wunderschönen Geste an das hannoversche und deutsche Publikum. Olaf Heiden eben gerade im Bild. Olaf Heiden, wie gesagt, der Ringsprecher
Der IWW Clash of the Nations kommt aus Berlin und kann man dazu noch ein bisschen mehr sagen, Jason? Ja, kann man, aber nicht jetzt, denn jetzt geht das Match los und Ian Rotten möchte jetzt hier eine Kraftprobe. Eine Kraftprobe, ja. Aber geht der Bounty Hunter darauf ein? Ich meine, er ist ja ein bisschen größer, ob er stärker ist, nun ja. Das wissen wir nicht, aber in der Sekunde, wo jetzt Ian Rotten sich noch nicht entschließen kann und der Bounty Hunter, was sie tun, vielleicht doch nochmal kurz auf Ian Rotten eingegangen, der Wrestler von der IWA Mid-South zu diesem Zeitpunkt im Februar 99 zusätzlich Mid-American Wrestling Heavyweight Champion. Bei Mid-American Wrestling hat man eben gerade auch den Manager eingeblendet gesehen, und zwar ist das der Hustler, der Mid-American Wrestling gegründet hat und dort auch einige Leute managt, so zum Beispiel Ian Rotten. Ja, und Ian Rotten, du hast es gerade gesagt, hat ja seine eigene Liga, die IWA, und man muss jetzt fast schon sagen, er hatte seine eigene Liga, denn die IWA Mid-South gibt es nicht mehr. Die ist Geschichte. Soll es nicht mehr geben, obwohl es schon wieder neueste Gerüchte gibt, aber das kann man nicht wissen. Das muss man alles sehen, vielleicht geht ja irgendjemand mal nach Amerika, dann soll er sich mal umgucken oder auch nicht. Oder er bleibt in Deutschland und guckt IWW oder halt den Bounty Hunter Eric Schwarz, der auch schon seit längerem dabei ist, der in Kanada im Trainingscamp angefangen hat, sich dort die ersten Sporen verdient hat und dann zurückgekommen ist, um hier in Deutschland zu zeigen, was in ihm steckt. Nur eins hat der Bounty Hunter ganz sicher nicht, was Ian Rotten hat, nämlich die Erfahrung bei der Extreme Championship Wrestling Promotion in Philadelphia. Richtig. Und aufzutreten. Nicht nur dort, Entschuldigung Jason, ich wusste nicht, dass du mit deinem Satz noch nicht fertig bist. Engländer brauchen manchmal etwas länger. Nicht nur dort. Ein Ian Rotten hat schon überall auf der Welt gekämpft, speziell nachdem er jetzt in Europa war. In Japan war er ein großer Star und wie gesagt in der ECW und so weiter und so fort. Er hat überall gekämpft und er weiß, was in den internationalen Ringen abgeht. Das ist natürlich ein Vorteil von Ian Rotten. Ja, und bei der IWW speziell hatte er ja einen ganz persönlichen Lieblingsgegner. Das ist natürlich Cannonball Grizzly und der ist bei dieser Veranstaltung auch dabei. Mal sehen, ob die beiden aufeinandertreffen werden, denn es könnte passieren, denn eine Sache haben wir hier noch nicht gesagt. Es geht hier um das Weiterkommen ins Finale, denn wir sind beim Halbfinale des IWW Schwergewichtsturniers. Ja, es ist ein Heavyweight Cup. Schwergewichtsturnier hört sich vielleicht zu viel an, es gab keinen Gürtel. Es wurde ein Cup ausgekämpft, wer denn wohl der beste IWW Heavyweight ist. Ja, und zwischen dem Bounty Hunter und Ian Rotten fällt die erste Entscheidung, denn der Sieger trifft dann auf den Sieger wiederum des nächsten Halbfinalmatches, was danach kommt, und das ist hochkarätig besetzt. Steve Ulf Herrmann gegen eben genannten Cannonball Grizzly. Richtig, genau richtig, Jason. Das wissen wir und wir sind aber hier immer noch beim Kampf Ian Rotten gegen den Bounty Hunter. Ian Rotten lässt es etwas ruhiger angehen für seine Verhältnisse. Er zeigt unfaire Aktionen, das muss ich ja zugeben, die aber sehr effektiv sind und wrestelt etwas mehr, denn normalerweise ist er der Brawler. Er ist mehr außerhalb des Ringes aktiv. Dort möchte er seine Gegner viel lieber besiegen, aber hier scheint er sich gesagt zu haben, den Eric Schwarz, diesen kleinen deutschen Möchtegern-Wrestler, mache ich im Ring fertig. Na, und wie du es gerade gesagt hast, am Anfang des Matches, wie gesagt, ein langer Leerlauf von Ian Rotten, musste sich da wohl erstmal erholen. Obwohl es nur, wie du sagst, in Anführungszeichen gegen Eric Schwarz geht, den Bounty Hunter, der bereits in der CWA gekämpft hat und der vom Rookie zum Profi geworden ist. Also ein Mann, der den Sprung in Deutschland, in der deutschen Wrestling-Szene meiner Meinung nach wirklich geschafft hat. Und das mit Bravour. Da hast du recht, aber auch ein Bounty Hunter war natürlich als erstes bei einer größeren Veranstaltung bei der IWW zu sehen, und zwar 1997 und dann 98, und danach hat ihn erst die CWA zu sich geholt. Also viele, viele Sporen hatte sich der Bounty Hunter Eric Schwarz schon vorher verdient oder halt auch durch diese Kämpfe hier, wie zum Beispiel gegen Ian Rotten, wo er immerhin internationale Gegner vorgesetzt bekommt. Mit der Beinschere versucht er jetzt Ian Rotten zu schwächen. Das gibt mir die Möglichkeit nochmal zu sagen, dass der Bounty Hunter wirklich auf guten, auf festen Steinen gebaut hat. Denn wenn man nach Kanada geht, zu
ich würde mal sagen, einer der renommiertesten Wrestling-Schulen, nämlich dem Hart Brothers Wrestling Camp oder der Wrestling-Schule, dann ist das wirklich hervorragend und ein hervorragender Start in die Wrestling-Karriere. Und das hat Eric Schwarz, wie du es vorhin angesprochen hast, gemacht. Man sieht hier, was aus ihm geworden ist. Oh, aber hier, Ian Rotten zeigt wirklich, dass er mehr kann, außer brawlen, wie er eben hier aus der Kopfschere rausgekommen ist. Das sieht man normalerweise nur von, ja, leichtgewichtigen Technikern. Also immerhin Respekt, Ian Rotten. Ja, mit einem Kopfstand aus der Beinschere, nicht schlecht. Auf jeden Fall, hier jetzt ein Headlock angesetzt, etwas komisch, nicht etwas ganz side, abgesichert. Side-Headlock, mehr oder weniger. Aber seine Kraft reicht aus und man sieht es ihn an, er lacht dabei. Also dieser Ian Rotten ist echt ein komischer Zeitgenosse. Selbst Steve Sotaku konnte sich nicht ganz mit ihm anfreunden. Es sei denn, na gut, darauf gehen wir nicht ein. Und er kommt mir auch ein bisschen masochistisch vor, ganz ehrlich gesagt. Nicht nur sadistisch, auch masochistisch. Das werden wir vielleicht im Laufe dieses Matches noch sehen. Jetzt allerdings sehen wir hier, wie er das Bein des Bounty Hunters bearbeitet. Seine Strategie anscheinend, die ihm der Hustler, der hier rumtanzt und das Publikum ein bisschen in Stimmung versetzen möchte, ja, beigebracht hat. Ja, setzen möchte. Okay, gut, da gehen wir lieber nicht drauf ein, auf diesen Hustler. Aber was man wirklich erwähnen muss, ich habe es jetzt vielleicht schon zwei- oder dreimal gesagt, es ist ein Wunder, dass Ian Rotten noch nicht mit dem Bounty Hunter nach draußen gegangen ist und halt dort versucht hat, den Kampf zu entscheiden. Er will tatsächlich dem Publikum beweisen, dass er auch im Ring wresteln, ja, vielleicht sollte man sogar den Begriff catchen kann, catch is catch can, denn er kann es. Er setzt Griffe an, die man von ihm wirklich nicht erwartet hätte und auch der Bounty Hunter scheint diese Strategie nicht gehabt zu haben, einen Ian Rotten im Ring zu besiegen. Vielleicht hat er sich auch darauf vorbereitet, außerhalb zu kämpfen. Worauf er sich mit Sicherheit nicht vorbereitet hat, ist ein Stacheldrahtmatch, was er in seiner Karriere schon einige Male bestritten hat. Also Stacheldraht um die Seile, das ist nichts Neues für Ian Rotten, aber in einem solchen Match trifft er nicht auf Eric Schwarz, den Bounty Hunter. Das also vielleicht ein Nachteil für Ian Rotten, der in diesen Kämpfen, wie gesagt, schon spezielle Erfahrungen sammeln konnte, Steve. Aber auch nur vielleicht, denn bis jetzt hat man von dem Bounty Hunter noch nicht viel gesehen, obwohl mir Ian Rotten doch teilweise zu lange wartet, bis er nachsetzt. Und auch der Bounty Hunter scheint vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vor diesem Mann zu haben, denn, na gut, die Aktionen, mit denen Ian Rotten ihn verhöhnt, die sind schon witzig. Also, ich glaube, ich ja, überlasse Sie erstmal das weiter kommentieren. Ja, und da kommt der Bounty Hunter aber zum Zuge, endlich, muss man sagen, mit Schlägen auf den Kopf. Und schon ist er wieder runter. Ja, so mit schnell. Einem kurzen Stich in die Augen. So schnell kann das eben gehen beim Wrestling. Oh, dieser Ellbogen hat auch voll gesessen, das hat man gesehen. Das hat den armen Eric, muss ich hier schon fast sagen, wahrscheinlich angenockt. Whippen in die Ringecke und Ian Rotten stürmt nach. Oh. Und der Bounty Hunter reagiert da drauf und knallt mit dem Gesicht auf den Boden. Also, ja, da hat der Hustler gut lachen, denn immerhin Wahnsinn mit dieser Masse. Also, puh. Ja, das ist schon was, was man aushalten muss. Hm. Und wieder einen Ellbogen abbekommen. Eric Schwarz scheint sich jetzt nicht mehr richtig wehren zu können. Ich frage mich, warum er nicht aufgibt in dieser Situation. Warum er nicht einfach sagt, okay, Ian ist der Bessere. Ich gebe auf, ich will nicht mehr. Oh. Da siehst du den Grund, warum er nicht aufgibt. Denn er sucht sich eine Chance und nutzt sie dann. Er weicht aus und schlägt jetzt auf Ian Rotten ein. Ich denke, diese kleinen Chancen immer, diese Underdog-Chancen des Bounty Hunters, die versucht er zu suchen, fliegt ja aber ins Leere. Und schon ist das, was ich sage, wieder ad acta gelegt, denn jetzt ist es wieder Ian Rotten, der mit einem ein Perfect Flex. Bridging Back Suplex nennt man das Ganze im Englischen. Und das war's schon. Das war ja der 1-2-3-Count und die Underdog-Chancen des Bounty Hunters konnten nicht genutzt werden. Das Ende machte Ian Rotten. Also doch hier der bessere Kämpfer, Ian Rotten.